Willkommen zu einem Filetstück der Folge 58. Im Speziellen geht es hier jetzt nur um die Turbokarte Commodore A2630 und die beiden 32-Bit-Speichererweiterungen. Zum einen gibt es da die alte DKB2632 und zum anderen die neue in 2016 erschienene Bigram 2630 von Individual Computers. Wer die Folge 58 also bereits gesehen hat, der sieht hier nun nichts Neues. Aber trotzdem wünsche ich viel Spaß. Wir sind jetzt eine Leistungskategorie höher, immer noch eine Commodore-Turbokarte, diesmal die A2630. Und wie die 30 schon anklingen lässt, handelt es sich hierbei um ein 68030er CPU, diesmal getaktet mit 25 MHz. Auch diese Karte bringt eigenen Arbeitsspeicher mit FastRAM, leider Gottes genauso wie die A2620. Im Zorro 2-Bereich. Und da gibt es auch keine Möglichkeit, sich diese 4 MB erstmal umzulegen. Wie wir sehen, den A3000, den schafft man nicht ganz. Der A3000 an sich ist ja auch eine 68030 CPU mit 25 MHz. Aber im Großen und Ganzen schlägt sich das System ganz wacker. Das war im Übrigen auch die Turbokarte, die im etwas selteneren A2500-30 eingebaut war. Aber die Turbokarte an sich ist nicht allzu selten. Das heißt, da draußen geistern sehr viele rum und ich denke auch sehr viele unserer Zuschauer haben eine solche Turbokarte. Und eben weil sie nicht allzu selten ist, gibt es da eine gewisse Neuentwicklung dafür. Nämlich die A2630 hat auf ihrer Rückseite Anschlüsse. Diese Anschlüsse sind einzig und allein dafür gedacht, diese Karte mit echtem 32-Bit FastRAM zu versorgen. Dafür gab es in der Vergangenheit, soweit ich weiß, zwei Möglichkeiten. Das eine war die DKB und das andere die Access 32. Aber da gibt es jetzt auch was Neues. Und wir schauen uns mal an im Vergleich alt gegen neu. So, also hier nochmal die historische Variante, schon angeflanscht an die A2630, die DKB2632. Die DKB bietet Platz für 4 PS2 Speichermodule, insgesamt theoretisch ja damit 128 MB Speicher möglich, wobei nur 112 MB letztlich adressierbar sind. Man sieht auch schon den zusätzlichen Stromanschluss, den die Karte tatsächlich braucht. Denn tja, ohne das funktioniert sie nicht und die Karte wird auch durchaus sehr warm. Was jetzt dann geschwindigkeitsmäßig bringt, schauen wir uns gleich an. Und was das Ganze bringt in Sachen Speed, was sehen wir hier? Hier sehen wir zumindest, dass wir den A3000 ein und eigentlich sogar ein klein wenig überholt haben. Wenn wir uns an vorher zurückerinnern, rein mit dem Speicher auf der A2630, da waren wir ja letzten Endes irgendwo bei dem Faktor zum A3000, den wir jetzt ein bisschen als Vergleichsfaktor heranziehen wollen, von 0,90. Und jetzt haben wir zumindest bei 1,02 nach oben geschnellt und da macht das Ding natürlich auch einen kleinen Ticken mehr Spaß. Man merkt auch, dass das Ganze ein bisschen flüssiger ist. Liegt natürlich auch an der deutlichen Menge Arbeitsspeicher, die wir hier verbaut haben. Und wir wollen diesem Speicher jetzt noch ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen, denn wir haben hier ein neues Produkt aus dem Hause Individual Computers, die Bigram 2630, quasi ein Youngster, der jetzt hier gegen einen Oldtimer antritt und deswegen schauen wir uns jetzt erstmal an, was der Boost-Test so erzählt zu unserer DKB 2632 und dann darf die Jugend mal zeigen, was es so drauf hat. So, dann testen wir mal den FastRAM der DKB durch. Schauen wir mal, mit welchen Geschwindigkeiten hier die entsprechenden Lese- und Schreibzugriffe tatsächlich möglich sind. Wir merken, wir sind so im 10 bis 16 MB Bereich, je nachdem was geschrieben wird letzten Endes, beziehungsweise was gelesen wird. Und so ein bisschen sollten wir uns die Zahlen merken. Und dann schauen wir mal, was hier dann tatsächlich die neue Bigram liefert, die ja eigentlich eine ganz andere, also viel modernere Speicherarchitektur verwendet als die alten PS2-SIMs. Schauen wir mal.
So schaut das Ganze aus. Hier sehen wir es, eine Big Ram 2630 in der Standardausführung, weil Jens Schönfeld hatte auch schon daran gedacht, dass es da die entsprechende falsch bestückten Turbokarten von Commodore gab, die 2630, wo die Anschlüsse auf der falschen Seite waren. Naja, solche Bestückungsprobleme sind der Commodore ein bisschen öfter passiert. So, schauen wir uns mal an, was haben wir hier drinnen? Plastik. Viel. Erst einmal eine schöne Umverpackung und, naja, das Ganze, wenn wir es hier rausbekommen, das hier ist der Speicher. Schaut ein bisschen kleiner aus. Ich wollte gerade sagen, ich bin enttäuscht. Ja, sollen angeblich auch 112 MB sein. Tja, jetzt wird es spannend, lieber Jens. Was du uns da verkauft hast, also mir in dem Fall. Immerhin funktioniert er. Immerhin funktioniert er. Also, wir haben Speicher und wir haben viel Speicher eingebunden und das Ganze im Gegensatz zur DKB autokonfigurierend. Bei der DKB-Karte musste man ein kleines Tool am Anfang der Startup-Sequenz laden, damit die Speicher auch tatsächlich aktiviert werden. Bei der BigRam 2630 ist das nicht mehr notwendig. Man kann es ausschalten, wenn man will, aber prinzipiell wird der Speicher sofort eingebunden. Dann schauen wir mal, was die Karte bringt. Jetzt schauen wir mal die Butter bei die Fische, und zwar schnell. Damit wir das Ganze vergleichen können, machen wir das Spielchen wie vorher. Wir haben ja wie bei allen unseren CPU-Tests, wenn möglich, das Ganze Kickstart-ROM in den FastRAM-Speicher geladen. Das Ganze machen wir jetzt natürlich genauso. Vergleichbarkeit muss sein. Und jetzt geht's los. Jetzt schauen wir mal, oder? Und ich muss sagen, es ist noch mal ein bisschen mehr geworden. Hier steht tatsächlich 1,10. Im Vergleich und zum A3000. Im Vergleich zum A3000, wohlgemerkt. Vorher bei der DKB hatten wir 1,02 und wir haben die 5000 Joysticks geknackt. Ach stimmt, genau. Ich finde, das ist ein ganz gutes Teil, was da Jens Schönfeld tatsächlich abgeliefert hat. Empfehlenswert, also wer eine 2630 zur Verfügung hat, muss ich sagen, der sollte sich überlegen, das Geld auszugeben, weil mehr Speicher macht für den Amiga natürlich auch ein bisschen mehr Benutzbarkeit, weil der Speicher nicht mehr im FastRAM liegt, im Z2 FastRAM-Bereich, so rum. Genau, aber apropos, der Anschaffungswiderstand liegt bei wie viel? Ja, ich denke, das waren 150 Euro. 150 Euro, klar. Ich meine, im Vergleich jetzt eine DKB 2632, da kommt man mit 150 Euro lang nicht hin. Da reicht das Doppelte nicht, wenn ihr das Ding irgendwo überhaupt noch auftreiben könnt. Und die 2630 BigRam, die ist momentan zumindest noch neu erhältlich. Und damit auch natürlich die Vorteile neu mit Garantie. Und nein, wir haben diese Karte nicht umsonst gekriegt. Das ist kein Product Placement hier, sondern wir wollen einfach nur wissen, ob der Blind German hier Mist gekauft hat oder nicht. Und als nächstes schauen wir uns an, was der Bustest dazu erzählt. Da kommen wir bei manchen, vor allem beim Schreiben, da merkt man es, beim Schreiben sind wir deutlich schneller. Wir hatten vorher als maximale Zahlenwerte tatsächlich auch nur 1er vorne, also wir hatten keine 20er. Und da merkt man, dass der Speicher doch dann deutlich schneller angesprochen wird. Und auch die Zykluszeiten beim Zugriff, die sind auch deutlich schneller. Da ist durchaus was Interessantes passiert, muss ich sagen. Also unterm Strich können wir sagen, die BigRam 2630 sticht in jedem Fall den Oldtimer von der DKB aus. Und ja,
die Besitzer von einer A2630 Turbokarte, die könnten sich da tatsächlich überlegen, wenn sie über mehr wie nur die maximal 8 MB auf dem Zorro 2 Bus haben wollen. Und wenn sie eine Grafikkarte haben, nicht zu vergessen, oder auch ein Bridgeboard, dann reduziert sich das Ganze, ja? Genau. Also macht es durchaus ein wenig Sinn. Nicht nur ein wenig, ein bisschen mehr auch. Gut, wunderbar. Das war die A2630 Turbokarte von Commodore mit den jeweilig verfügbaren Speichererweiterungen auf dem 32-Bit Fastram. Wer jetzt nur Fragezeichen vor den Augen gehabt hat, als wir vom Zorro 2 Bus und den darauf maximal adressierbaren 8 MB gesprochen haben, der sollte mal einen Blick werfen in die erste Fragezeichenfolge der Yesterchips. Hier drin geht es nochmal ganz speziell um die 8 MB Grenze, die auf dem Zorro 2 Bus vorherrscht. Denn so ganz unwichtig ist die nicht und ein angehender Amiga 2000 Besitzer, der sollte sich darüber im Vorfeld informieren, bevor es dann hinterher Schiffbruch oder gar Tränen gibt.